und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Rise of the Republic. Wir haben hier einen ziemlich interessanten Streiter der Nike. und ja, das wird interessant, weil die ist ziemlich hochkarätig, aber meine Einheiten sind besser. Und das zeige ich euch jetzt. Vor allem das Gute ist, also ich habe schon drei goldwimpelige Wimpel und ich könnte mich auch voll hier einbunkern, aber das ist nicht die, ja, ich weiß nicht, ob das nicht die traditionelle römische Art ist. Also so hoch ist der Berg auch nicht, da können wir es auch ignorieren. Es ist rein theoretisch schon die römische Art, weil die römischen Generäle waren perfekt darin. Waren wirklich perfekt darin, die das Terrain für sich zu nutzen zu machen. Und dementsprechend hätten die das, glaube ich, schon machen können. So. Wir stellen uns relativ kompakt auf. Er kommt zu uns. Er stellt sich sehr breit auf. Okay, alles klar. Und er kommt zu uns, ne? Okay. Also, er hat einige Fernkampf-Kavallerie. Das gefällt mir nicht. Und er hat sehr viel Kavallerie. Also, er hat 10, oder? Also hier? Ne, okay, sein General ist nicht. Und seine Verstärkung hat auch keine. Okay, also 9 Kavalleristen. Da muss ich sehr auf meine Fernkämpfe aufpassen. Der Vorteil an einer geschlossenen Formation ist, dass man ja nicht so schnell durchbrochen werden kann. Also wenn man sich ganz breit aufstellt, kann der Gegner, das werde ich auch in meinen Taktiken-Tutorial versuchen zu zeigen. Ich weiß, dass, das sage ich schon öfters, dass halt bald Tutorials rauskommen, aber es ist halt unglaublich aufwendig und ich will versuche nichts zu vergessen und naja, Rome Total War ist ein ziemlich großes Spiel. Genau, kompakt heißt, man hat immer eine zweite oder dritte Reihe und dann kann man von der zweiten, dritten Reihe immer also schauen, wo eine Lücke zu schließen ist und so weiter. Und wenn man sich breit aufstellt, kann man das nicht, weil dann hat man meistens sich komplett breit aufgestellt und dementsprechend kann man nicht das einfach so, die Situation ein bisschen spontaner auf die, was laber ich? Entschuldigung. Also, man kann nicht so spontan sein, würde ich sagen. Wow. Das war sehr schwer. Gut, die haben Steinschleuderer, deswegen bringt es nichts, wenn ich hier jetzt hier vorne stehen bleibe. Weil weiche Ziele sind gegen. Ah, okay, jetzt kommt er. Ich mach mal hierzu und ich mach mal hierzu. Yeah.
Okay, hier ist alles in Ordnung. Wir werden gerade ein bisschen zusammengeschossen. So, warte jetzt ich mache hier ein bisschen zurück. Unser General wird angegriffen. Hier, ihr unterstützt hier. Okay, das ist in Ordnung. Eine okay. Unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das geht gerade sehr gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Da könnte man ein bisschen Verstärkung brauchen. So. Das geht gerade hier noch gut. So, und jetzt bitte krass angreifen. Der Wank macht nicht. So. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. General. Le General. Oh. Das ist natürlich nicht ganz so geil. Das ist jetzt auch ein bisschen dämlich, was ich hier mache. Der schießt mir zu viel. Der schießt mir zu viel, deswegen werde ich hier mal. Sehr schön. Elite.
Huiuiuiui. Also das war schon ein krasses Stück. Das war schon schwer. Geht wieder so zurück in Formation hier. Da ist eure Stärke. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Sehr schön. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, und jetzt raus. Und jetzt bitte nicht mehr schießen. Ja, wenn der jetzt flieht, dann behalte ich ihn trotzdem. So, ui. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, also den werde ich höchstwahrscheinlich verlieren und den. Schade. Schade. Ja, 300 hat der. Das ist schon mal gut. 200. 200. Ja. Ja, das ist halt hier richtig schade. Also, ich habe 700 verloren. Knapp würde ich das dann nicht nennen. Yes, ich habe noch alle. Der Lelly. Super. Oh, ich brauche neue Attentäter hier. Ich brauche neue Attentäter. Diese Agenten nerven so. Ich bin mir echt... Ich glaube, ich zeige das öfters, aber ich bin echt gespannt, wie die das in ja, feindlicher Würdenträger hat die blöden Kind geboren, wunderbar, Sezession, Schnauze, so. So, du gehst mal da rein. Eine neue Kavallerie. So. Aber was mache ich mit dir? Warte, erstmal Attentat bitte. Danke. Sturz. Ja, das war klar. Also war es wirklich. Der hatte nur 2% Chance, dass das funktioniert. Ja, das ist dann in Ordnung. Alles gut, alles gut. So, du. Wieso habe ich so einen hohen Verschleiß? Hä? Wieso?
Der hat. Klar, der hat Hopliten, aber. Ja, dann spielen wir das doch nochmal. Ich will hier jetzt nicht, so viel. Also, 76%. Uiuiui. Dann müsste ich ja wieder. Also, es kommt drauf an, wie die. Also, von allen so ein kleines Mühe, dass es nächste Runde wieder in Ordnung ist. Damit habe ich kein Problem, aber. Ja, nee. Das schaffen wir besser. Nee, der bunkert sich ja nicht mehr ein. Wie will er von mir so viele töten? Die haben mich auf jeden Fall. Unser General wird angegriffen. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, Überraschung. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, ne? Und sonst so.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, das sind noch Fernkämpfer. Die schnappe ich mir. Schnabbel da ab. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Upsi. Einfach weitergehen. Dieser wird schon. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wird schon sterben. Kommt jetzt eigentlich noch jemand von hinten? Oder war das der nicht, oder? Warte mal. Ich scroute mal ein bisschen. Weil an sich, der ist doch hier gelandet. Ist das das, was hier jetzt gekommen ist? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ich glaube, das war's schon, oder? Also von, ja doch, von der Zahl hier war es das auf jeden Fall. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Alter, wie er wieder da reindrückt. War der voll schlecht? Hey, lauter Stachelschweine. Ah, der Kämpfer. Gut. Passt. Hundertneunzig, das ist, warte mal, jetzt kurz mal Kopf rechnen, warte, 1308, ey, 190, egal, es war weniger. So, hier kommt eine Brotbackmaschine hin. Mit dem da. Hier kommt das da. Hier kommt. Kann ich noch nicht. Hier kommt. Kann ich noch nicht. Hier kommt. Will ich nicht. So. Dann würde ich sagen, auch hier. Das war's jetzt. Minus 4 Nahrung. Das geht. Wirkliche Ordnung weg. Wie sieht es denn eigentlich da drüben auf der kleinen Insel aus? Da ist ja immer noch irgendwo
Der gute alte. Was will der eigentlich? So, da verteidige ich mal die Brücke. Ah, jetzt fängt das wieder an, ne? Sobald ich hier runtergehe, geht er weg. Und wenn ich hier weggehe. Ja, hier habe ich halt. Hier brauche ich noch 3 Runden. Warte mal. Flotte aufstellen. So. Jetzt kann ich hier weg. Gut. Dann würde ich sagen, schon wieder. Wir sehen uns ja, morgen, wenn ihr wollt. Oder warte mal, Republic kommt alle. Also am Samstag wieder, genau. Stimmt. So, genau, heute kommt auch eine neue Folge, beziehungsweise eine neue Let's Play-Reihe, und zwar Anno 1800. Yay, ich freue mich drauf. Ich ja, würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschaut. Und ja, bis dahin, macht's gut, bye bye und schöne Wochen. Bye.